Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal Tower 55 zu einem weiteren Mod Review. Und zwar stelle ich euch heute die Mod AMT Objekte vor. Eine Mod vom Austrian Modding Team, was schon im Skiregion Simulator 2012 gegeben hat. Und ja, ich werde euch heute die ganzen Objekte vorstellen, die was es hier gibt. Also, ich hätte gesagt, wir fangen hier vorne mal an. Hier haben wir den Unterstand. Unterstand 1 ist nicht so spektakulär. Dann haben wir hier eine Wippe. Ja. Einen Gastank. Weiß ich nicht wieso. Leute, was ist das für eine Nummer? Für was steht das? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann haben wir hier so ein Zauberteppich, Förderband, Dings. Das habe ich jetzt nicht hier abgeschlossen, weil man es gibt. Das Teil gibt es einzeln das, das und das. Also das und das sind das gleiche Teil. Die zwei nicht. So. Dann haben wir hier eine Bushaltestelle mit Faunas, kennt ihr vielleicht auch. Und mit Walnitz, aktuelles Projekt. Auch am Laufen. Hier fährt der Bus um. Skibus Faunas, Walnitz, Rebus kommt rein, ja. Dorfladar. Spiele ich auch. Und ja, dann Bushaltestelle hat. Dann gehen wir weiter hier mit dem Torbogen Sonne. Das soll irgendwie ein Schneemann, Pinguin und ein Baum sein. Sind verpackt. Funktionieren nicht. Hier ein normaler Torbogen. Hier eine große Schaukel. Einen Schranken, den was man glaube ich öffnen und schließen kann. Dann haben wir hier Unterstand 2. Bisschen größer. Hier noch so ein kleines Lifthäuschen. Lichthäuschen hier. Ja, es ist schon ein bisschen hin. Kleines Lichthäuschen, ja. Dann haben wir hier eine Trafostation. Ja. Kastenhäuschen mit Sachen hinten, sogar mit Toiletten. Austrian Modding Team. Helden der Nacht. Modellrubbis.com. Muss ich mal nachschauen. Modellrubbis.com. Kasse 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir hier eine Statue mit einer Seilbahn hier oben. Ja. Finde ich ganz schön, das hier. Mhm. Dann haben wir hinten eine Pumpstation. Auch alles leer hinten drin. Dann haben wir hier noch die Hütte. Weiß ich jetzt nicht gerade, wie die Hütte heißt. Wir könnten dann, warte mal, wir schauen gleich nach, wie die Hütte heißt, weil man findet die nämlich unter Rope, also Object Mode, Mods and AMT Objects. Das ist die Hexenseehütte. Und es gäbe noch eine Raupengarage. Aha, der Spieltag beginnt. Ah, wer, die ist zu groß, die habe ich jetzt hier einfach nicht hinplatziert. Ich kann sie von mir aus gerne mal darauf platzieren, hier so. Hier so platziere ich sie mal hin. So. Dann können wir sie gerne noch anschauen gehen. Einfach darüber hüpfen. Ich mache jetzt keinen Cut, weil es sonst viel zu aufwendig ist. Ich sehe es gleich. Ich sehe gleich da oben. So, dann haben wir hier eine Big Raupengarage. Und zwar, ja, wo man glaube ich die Tore auch bedienen kann. Stimmt's nicht, ne. Ah, hier gibt es eine Tankstelle, hier kann man raufgehen. Hier noch hupfen und hier ist ein Regal. Toll, dann gibt es hier noch einen Dings. Hier noch einen Laptop und so alles. Hier noch Sachen zum Aufhängen. Kann man hier wirklich nicht runter. Ne, funktioniert schon nicht. Ja, und das waren jetzt eigentlich alle Objekte, die was es gibt. Ja. Bisschen klein zu der Hütte hier. Aber ich hätte gesagt, wir sind für diese Modvorstellung fertig. Und wenn ihr eigentlich das Video seht, bin ich glaube ich schon mit der Schule ins Tauchensee. Also, das Video ist vorproduziert. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.